Adi. Adi, Adi, Adi. Unmöglich. Kasonette! Sie sind doch so besorgt, dass du mich liebst und dass du mich niemals verlassen wirst. Du weißt wahrscheinlich nicht, wie sie heißen. Mama und Papa. Das klingt wohl banal. Kann sein. Kann sein. Du hast Banalität immer gefürchtet und bist dadurch hart geworden. Weißt du, was mein Papa 1929 gesagt hat, als wir einander kennengelernt haben? Damals beim Fotografen. Dieser junge Mann ist eine absolute Null. Genau das hat er gesagt und sich schrecklich geirrt. Du hast nicht nur ihm eine Nase gedreht, sondern Millionen von Bürgern. Und auch wenn du eine Null wärst. Na und? Ich liebe dich. Mit all deinen Schwächen. Mit all deiner Nichtigkeit. Bitte sehr, du darfst eine Null bleiben. Ich wollte dich sogar betrügen. Ein paar Mal. Ich weiß, das ist gemein. Ich verfluche mich selbst und bereue. Einmal mit einem Fotografen und das zweite Mal. Verzeih, ich bin natürlich ein Miststück. Und noch eine schreckliche Sünde, muss ich gestehen. Einmal habe ich deinen heißen Draht durchgeschnitten. Du hast damals, glaube ich, irgendeine Schlacht verloren oder irgend sowas. Ich möchte dir einfach sagen, dass ich es müde bin, meine Liebe zu verstecken. Ich halte diese Anspannung nicht mehr aus. Ich bin am Ende. Vielleicht solltest du mich lieber umbringen. Ja, Gott.